Süßer knirpt bei Royal Wedding, diese Zahnlücke verzückt. Als Meghan Markle, 36, am Samstag die St. George's Chapel betrat, um ihren liebsten Prinz Harry, 33, zu ehelichen, halfen ihr zwei niedliche Jungs mit der 5 Meter langen Schleppe und einer der beiden hatte einen ganz besonderen Auftritt bei der internationalen TV-Übertragung des Meg-Events. Gleich hinter der Ex-Schauspielerin sah man den Knirp in Nahaufnahme, wie er sich unbändig freute und den Blick auf seine Milchzahnlücke freigab, doch wer sind die Twins, die im Handumdrehen bei der Royal Wedding die Netzgemeinde verzückten? Die Mini-Strahlermänner sind die Kinder von BFF. Brian und Jon sind erst 7 Jahre alt und haben den Job als Page Boys mit viel Eifer erfüllt. Damit waren die zwei, deren Großvater der ehemalige kanadische Premierminister Brian Mulroney ist, die ältesten Kinder bei dem Liebesspektakel. Die Mama der Zwillinge lernte die Liebste des Blaublitters am Set von Suits kennen, arbeitete dort als Stylistin der jetzigen Herzogin. Auf Twitter waren die Kids jedenfalls richtige Stars. Kurzzeitig stahl der Zahnlückenauftritt von einem der beiden sogar die Show, die ungefilterte Begeisterung eines Kindes. Diesen Moment wird er sicher nie vergessen, schwärmte eine Nutzerin. Eine andere fand ebenfalls humorvolle Worte für die Szene, sein Gesicht sagt alles, wo, ich kann es nicht erwarten, am Montag meinen Klassenkameraden hiervon zu erzählen.